Hallo und herzlich willkommen bei Total War Arena. Mein Name ist Silex und wie bereits erwähnt, spielen wir jetzt ein bisschen Total War Arena. Was ist das denn überhaupt? Das lässt sich relativ simpel erklären. Jeder, der schon mal Total War gespielt hat und jeder, der schon mal World of Tanks gespielt hat, der wird im Prinzip sich in diesem Spiel hier wiedererkennen. Und zwar handelt es sich hier um ein reguläres Total War Spiel mit der Ausnahme, dass wir unsere Einheiten außerhalb der Schlacht verbessern und aufwerten können und unseren Befehlshaber genauso. Ich habe jetzt schon mal das Tutorial gespielt und ich habe auch relativ viel schon Total War gespielt und ich will gar nicht lange quatschen, wir gehen jetzt direkt mal in die Schlacht und gucken uns das mal an. Das Spiel ist noch in der Beta, das heißt, es ist noch sehr viel subject to change, wie man so schön sagt, ja. Und ja, wir schauen uns einfach mal jetzt ein bisschen gemeinsam an. Ich habe mal mich für den Römer entschieden. Es gab noch die Auswahl zwischen Barbaren und Griechen, aber die hatten alle nicht so, ja, nicht so die richtigen Einheiten, die mich interessiert haben. Und im Prinzip kämpfen wir jetzt mit zwei Schwertkämpfern und einem Speerwerfer-Regiment quasi. Und ja, ich bin sehr gespannt, was das jetzt so mit sich bringt. Weil früher war das Spiel auf jeden Fall sehr cool. Als das noch in einer sehr, sehr frühen Entwicklungsphase war, habe ich das mit einem Freund sehr viel gespielt. Und mittlerweile habe ich das lange nicht mehr gespielt. Und deswegen sind wir jetzt hier gemeinsam. Ich habe nämlich heute Morgen gedacht, ach Mensch, lädt sie da das mal runter. Weil es eben, wie gesagt, das wieder weiterentwickelt wurde. Und das Matchmaking dauert ganz schön lange, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich glaube, wir können jetzt was gefunden haben. Ja, sehr gut. Und es ist halt wirklich so ein bisschen nach Tier sortiert. Und also das Matchmaking, und es gibt mehrere Karten, gab es zumindest früher. Und ja, ich quatsch gar nicht so viel und wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Ich spiele auf dem kapitolinischen Hügel. Und die Steuerung ist auch tatsächlich so wie in wie den Total War spielen, in den Gefechten, und sehr, sehr intuitiv, macht sehr, sehr viel Spaß. Und also Kamerasteuerung ist ja bei mir so eine Sache, da beschwere ich mich ja mal schnell, wenn das nicht so richtig ist, oder was heißt nicht so richtig ist, wenn es nicht so ist, wie ich das gerne hätte. Das habe ich hier aber noch gar nicht gehabt. Also hier ist das wirklich eine sehr, sehr schöne Steuerung, sehr intuitiv auch, wie gesagt. Und wir sehen jetzt hier, im Prinzip haben wir, okay, ich habe meine Speerkämpfer nicht bekommen. Ich habe meinen normalen Speerkämpfer scheinbar, drei Stück. Drei, zwei, eins. So, hier sind jetzt quasi meine Einheiten. Ja, drei Schwertkämpfer. Und hier gibt es auch noch Kavallerie und alles Mögliche. Und unsere Aufgabe besteht jetzt darin, das feindliche Lager einzunehmen. Relativ simpel. Und wie man sieht, ist das hier im Prinzip Total War. Wir haben hier unsere Einheiten, das sind immer drei, die man hat. Und wir haben unseren Kommandanten, der läuft hier ganz vorne mit. Das ist unser Kommandant. Und die Grafik ist auch sehr schön, finde ich. Also die Leute sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus und das ist sehr schön gemacht. Und Hilfe! Oh Gott, ich quatsche viel zu viel. Da werden meine Einheiten ja schon direkt von Kavallerie angegriffen. Das Gute ist, unsere Verbündeten sind auch nicht fern. Wir können also gleich helfen. Weil sie schön da vorne fucking viele Bogenschützen. Das ist gar nicht mal so gut. Wow, du bist echt, also, Kollege, du bist echt nicht so ganz die Hälse wie ein Kronleuchter, ne? Ja. Einfach mal frontal auf die Verbündeten drauf zu reiten, empfiehlt sich in der Regel nicht so. Unsere Einheiten haben auch alle Fähigkeiten. Die sieht man hier unten quasi. Schwerer Infanteriesturm, Schildkröte, Vergeltung und die leichte Pila. Die helfen uns aber gerade alle nicht weiter. Das einzig Gute ist, dass unsere Truppen relativ viel Moral haben, aber die feindlichen Truppen auch leider. Eieiei. Wie läuft's hier oben? Ja, der kriegt auch gut auf den Nerven. Das ist halt das Problem, wenn man halt nicht ein bisschen ausgeglichen ist, hat man schnell ein Problem. Also nur Schwertkämpfer ist da noch die beste Variante. Aber sinnvoller ist natürlich, wenn man eine Fernkampfeinheit hat und zwei Nahkampfeinheiten oder so. Weil dann kann man nämlich... Sehr gut, die erste Kavallerieeinheit zieht sich jetzt hier zurück vom Feind. Die hat keine Moral mehr. Aber was ich sagen wollte, wenn man wenigstens dann Schwertkämpfer und einen Bogenschützen hat oder eine Fernkampfeinheit,
hat man wenigstens den Vorteil, dass man sich auch auf die Distanz wehren kann, aber halt auch auf nahe Distanz nicht komplett wehrlos ist, weil das Problem hat man nämlich sehr schnell mit Bogenschützen. Sehr gut. In der Schlacht die Auszeichnung Auslöschung erhalten. Ja, läuft ganz gut. Wir sehen hier oben, wir haben insgesamt 730 knapp und die haben 740 Soldaten noch. Wo haben wir denn noch Schlachten? Da hinten, das ist eine große Schlacht. Gut, das heißt, wir sind schon in der Hauptschlacht beteiligt, das ist doch schon mal gut. Ich weiß noch nicht so ganz, was diese Zahlen hier unten alle bedeuten, aber das werden wir, denke ich mal, auch noch irgendwie erfahren. Ich weiß noch nicht, wie viel ich das Spiel tatsächlich spielen werde. Auf YouTube. Okay, das heißt, wir haben schon mal einen Kommandanten getötet. Aber insgesamt werde ich das, denke ich mal, ganz gut spielen. Weil Total War ist somit einer meiner Lieblingsspielereien tatsächlich. Und die habe ich auch mal sehr viel gespielt. Und das setzt sich dann natürlich auch hier fort. Weil das ist, ich finde ja Spiele sehr cool, wo ich ein bisschen mal reingehen kann, eine Runde spielen kann. Und dann im Prinzip schon wieder ein bisschen... Hier kümmert euch mal um die Kavalleristen, da um die Verbliebenen. Und wo ich dann auch direkt wieder ein bisschen Fortschritt sammeln kann und so. Und das kann man hier sehr gut. Was man hier auch sehr gut kann, ist in einem Tal von beiden Seiten Bogenschützen auseinandergenommen zu werden. Das geht sehr gut. Also wir stehen hier echt ein bisschen scheiße, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Oh Mann, ey. Da kümmert euch mal da um die Bogenschützen. Das wäre da was, wenn wir die jetzt kriegen. Ja, ich glaube, die kriegen wir, weil die haben es nicht schnell genug hinbekommen, sich zurückzuziehen. Wenn wir erstmal im Kampf verwickelt haben, dann läuft das. Ach, scheiße. Ja, das sind aber auch unsere Bogenschützen. Die haben uns aber auch gut Schaden gemacht, glaube ich. Das Problem ist nämlich, dass auch Bogenschützen auch verwundeten Schaden zufügen. Weil die Pfeile natürlich nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Freund oder ein Feind ist, ne? Ist ja klar. Ja, komm. Das ist gut. Wir nehmen das feindliche Lager an. Wir können im Prinzip gewinnen, indem wir nach Ablauf der Zeit mehr Soldaten haben oder die feindlichen Truppen komplett vernichten oder aber im Prinzip das Lager einnehmen. Hier sieht es jetzt irgendwie nach... Weiß ich nicht, es ist noch relativ ausgeglichen, aber wir liegen eher hinten. Und das gefällt mir nicht so gut. Deswegen versuche ich mich mal hier unten um die Bogenschützen zu kümmern. Eieiei, was ein Schlachtfeld. Ich glaube nämlich, wenn die Bogenschützen hier ausgefallen sind, dass... Hui! Und dass unsere Truppen dann da oben einen deutlichen Vorteil haben. Erstmal auf die beiden Kleinen gehen hier. Ich finde es auch sehr schön, das Spiel ist halt... Es ist zwar ein Total War Spiel und es spielt sich auch wie ein Total War, aber es spielt sich auch deutlich schneller. Also ist es nicht so, dass man das Gefühl hat, dass die Einheiten Jahre und Monate brauchen, um überhaupt mal irgendwas zu töten. Was im normalen Total War schnell auftreten kann, dieser Eindruck. Sondern es ist wirklich... Man merkt, dass es fürs Online-Spielen gedacht ist. Und das finde ich auch echt cool. Weil ich hätte, glaube ich, nicht so Bock drauf, den ewig lange dabei zuzugucken, wie die aufeinander rennen und im Prinzip nichts wirklich geschissen kriegen. Was immer sehr schnell der Fall ist bei Total War. Ach du Scheiße. Kann ich hier irgendwie hinten rum? Nee, ne? Shit. Ja gut. Also jetzt sind hier oben ziemlich viele Feindeinheiten. Und da werden unsere Truppen auch dringend benötigt. Und wir haben auch wieder hier nur sehr viele Bogenschützen. Das ist natürlich irgendwie ungünstig. Das heißt, ich stelle hier schon tatsächlich mit diesem Venezia zusammen den Nahkampf. Das heißt, ich muss jetzt auch rein. Ich würde mich eigentlich gerne erst ein bisschen formieren. Weil ich glaube, unser Kollege will direkt rein. Ja. Ja, da müssen wir auch direkt rein, sonst hat das hier keinen Zweck alle. Ich versuche mal ein bisschen hier reinzugehen. Er geht da rein. Ei! Kavallerie ist schlecht, wenn die so angestürmt kommt. Oh je. Und da kommen auch direkt germanische Schwertkämpfer. Aber die gehen nicht auf uns. Das ist gut. Doch, tun sie. Okay. Aha. Okay, wir hängen jetzt hier ein bisschen in der Mitte. Das ist ziemlich ungünstig. Also die Einheitenzahlen sind ein bisschen ausgeglichen noch als eben. Unsere Bogenschützen unterstützen von hier oben ganz gut. Da hinten ist auch noch eine Schlacht am Gehen, aber ich glaube die hier... Ich glaube zumindest meine Truppen werden nicht siegreich hier hervorgehen.
Aber wir haben auch schon ganz gut gearbeitet, ganz gut was hervorgebracht. Diese Geräusche im Spiel. Egal. Wir haben schon ganz gut was hervorgebracht. Nee, das ist nicht im Spiel. Ach Mist. Gut, jetzt nur die Frage. Wir haben jetzt gerade noch deutlich mehr Truppen als die. Also, was heißt deutlich? 40. Unser Team kann das noch gewinnen. Allerdings werden meine Leute das nicht mehr erleben. Ich habe jetzt hier unten nur noch eine Handvoll Truppen. Ja, und die sind jetzt auch ausgelöscht. Tot, aber nicht besiegt. Gucken wir uns mal die Zusammenfassung an. Ich mache gleich mal das Fenster zu. So, wir haben 9800 Schaden. Boah, also man sieht hier quasi, wir haben verursacht 9800 Schaden bei Nahkampfeinheiten, 11.000 bei Fernkampf und 36.000 bei Kavallerieeinheiten. Da kann man doch nicht meckern. Und ich werde jetzt schnell mal das Fenster zumachen. So, jetzt ist die Frage im Prinzip, schauen wir uns jetzt die Runde hier zu Ende an. Ich würde fast sagen, ja. So, wie sieht denn hier aus? Hier ist noch Old Han mit seinen Bogenschützen, der wird jetzt aber auch ein bisschen aufs Korn genommen. Was haben wir noch? Hier unten haben wir noch eine Einheit Bogenschützen. Hier ist eine Einheit Speerkämpfer, das dürften Griechen sein. Die sind natürlich gut gegen Kavallerie, das ist ja der Klassiker in Strategiespiel. Bogenschützen besiegen Schwertkämpfer, Schwertkämpfer besiegen Speerkämpfer, Speerkämpfer besiegen Kavallerie, Kavallerie besiegen Bogenschützen. Das ist ja so der Klassiker in Strategiespielen, der sich seit Anbeginn der Zeit, möchte ich sagen, eigentlich durchzieht. Ich meine, es macht Sinn, wenn man sich darüber nachdenkt. Aber ich finde das witzig, dass das in allen Strategiespielen tatsächlich so oder so ähnlich der Fall ist. Also es gibt halt auch einige Speerkampfeinheiten, gerade in so antiken Spielen, die auch mal Schwertkämpfer besiegen können, aber in der Regel ist das ja eher nicht der Fall. Was aber immer so ist, ist, dass Kavallerie im Prinzip normal Infanterie und Bogenschützen platt macht. Und Speerkämpfer immer gegen Kavallerie gut ist. Das ist eigentlich immer so. Das ist ja auch ganz gut, dass das immer so ist. So muss man sich nicht verschiedene Sachen merken, ne? Weil der Mensch ist ja simpel. Ich glaube, das hier unten könnte tatsächlich unsere letzte Hoffnung sein. Diese drei dezimierten Bogenschützeneinheiten, die hier von den Schwertkämpfern verfolgt werden. Und wir hatten es ja gerade noch, das Thema mit den Schwertkämpfern und den Bogenschützen. Ich habe mir jetzt auch eine Räusper-Taste zugelegt. Ich hoffe, die funktioniert. Weil ich bin momentan krank. Und da bietet sich das an, so eine Taste zu haben, die mein Mikrofon kurz stumm schaltet, damit ich in Ruhe husten kann. Ja! Und eben weil ich krank bin, habe ich jetzt auch eine etwas, also für meine Verhältnisse, längere Pause gemacht von zum Beispiel Universum und so. Und da werde ich aber auch wieder hin zurückkehren. Da soll ja auch ein neues Update rauskommen oder schon rausgekommen sein eventuell. Und das war's. Wir haben jetzt noch 8 Einheiten. Okay, 8. 8 Stärke, weil ich glaube, das sind mehr als 8 Soldaten. Ja, ich glaube, das war's. Aber wir haben uns ja so weit ganz gut geschlagen, eigentlich. Ich würde mal behaupten, es war jetzt nicht das allerunknappeste aller Gefechte. Von daher kann man da eigentlich schon mal ganz stolz drauf sein. Ne? Gerade für unsere erste Runde. Ich finde, wir liefen sowieso ganz gut bei dem Ganzen mit. Eigentlich wollte ich auch noch eine Fernkampfeinheit haben. Ich weiß aber nicht, ob sich das tatsächlich so lohnt. Weil wenn ich mir das so angucke, gibt es ziemlich viele Leute, die mit Fernkampfeinheiten spielen. Und ich glaube, ich bleibe dann tatsächlich einfach bei Schwertkämpfern. Ich habe in dem Spiel ja noch nicht so furchtbar viel Erfahrung, als dass ich sagen könnte, ich habe hier voll die Tactics mir überlegt. Ja, das war's. Huch. Top-Spieler. Wir waren ja Top-Spieler! Und das in unserer ersten Runde. Sehr gut. Top-Spieler, Silex gegen Aprilinda. Sehr gut. Gut, das war's mit der ersten Folge Total War Arena. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Total War Arena. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.